Ja, einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen hier zum Webinar der Firma Dahlmeier zur neuen Panomera S-Serie. Mein Name ist Josef Braun. Ich bin fürs Produktmarketing hier bei Dahlmeier verantwortlich. Zwei, drei Kleinigkeiten vorneweg. Sie erhalten alle im Nachgang zu diesem Webinar einen Link mit der Aufzeichnung. Sie können sich also gerne zurücklehnen und müssen jetzt nicht irgendwie sich Notizen machen, können das natürlich gerne tun. Wie es die Automatenstimme schon angekündigt hat, sind alle Teilnehmer auf Mute. Wir haben sehr viele Interessenten heute im Call und die Hintergrundgeräusche wären natürlich zu viele, aber ich denke, wir kennen das alle inzwischen in den Corona-Zeiten. In der Einladung stand alles Wissenswerte, alles Wichtige in 20 Minuten. Ich hoffe, wir können den Zeitplan einhalten und es wird natürlich in diesem Zeitrahmen nicht möglich sein, jetzt wirklich jedes Detail zu klären. Dazu möchte ich Sie auch herzlich auf die panomera.com-Website einladen. Dort finden Sie sehr, sehr viele weitere Hintergrundinformationen, Produktbroschüre, viele, viele Videos gibt es auf YouTube, die einzelne Features erklären. Dort können Sie sich also umfassend weiter informieren. Heute geht es in dem Webinar wirklich darum, Ihnen einen Überblick zu bieten, worum es denn geht, was die Highlights, die wichtigsten Dinge zu wissen gibt, dies bei einem, wie wir denken, äußerst innovativen, spannenden neuen Produkt gibt. Aber wie es so ist, sind natürlich in der Hightech-Branche nicht die Produkte interessant, sondern welche Lösungen ich mir dort zusammenstellen, welche Lösungen ich realisieren kann, die ich eben für meine Probleme, für meine Prozesse, für meine Anforderungen benötige. Und dazu gibt es natürlich unterschiedlichste Lösungen in den verschiedensten Branchen. Ich hoffe, Sie finden sich in einer dieser bebilderten Branchen wieder. Videotechnik ist natürlich nicht darauf begrenzt, aber das sind auch so die Schwerpunkte, in denen sich die Lösungen von Dahlmeier befinden. Auch hier finden Sie auf unserer Webseite sehr, sehr viel weitergehende Informationen, wie wir zum Beispiel die Tribünensicherheit in Stadien mit deutlich unter 100 Kameras in Stadien mit fast 100.000 Besuchern lösen. All diese Dinge können Sie dort im Detail nachsehen. Stadtüberwachung, wichtiger Bereich, große Kultureinrichtungen, Logistik. Dort gibt es sowohl Lösungen, die speziell sich um die Anforderungen von Logistikunternehmen kümmern, aber auch für klassisch jedes Unternehmen, das einen Perimeter hat, das Produktionsbereiche hat, das große Flächen und Strecken hat, die es abzusichern gilt. Flughafen, ähnlich sehr, sehr viele Anwendungsfälle vom People Counting am Check-in bis hin zu Überwachung von kilometerlangen Start- und Landebahnen und dann natürlich der ganze Bereich Einkaufszentren und viele mehr Häfen sind hier nicht drauf, in denen wir sehr, sehr aktiv sind. Grenzen beispielsweise, viele andere Branchen, aber das soll heute nicht der Schwerpunkt sein, sondern wie gesagt, es geht um ein Produkt, mit dem ich bestimmte Lösungen realisieren kann. Zum einen natürlich das klassische Thema Videoüberwachung, Videobeobachtung. Wollen wir sehen, was habe ich dort für Möglichkeiten, für Vorteile? Und wie wir alle wissen, spannende Zeiten, Analyse, künstliche Intelligenz wächst immer mehr zusammen mit bilderfassenden Technologien, sprich mit Videotechnik. Wie kann ich aus komplexen Zusammenhängen interessante Daten für die verschiedensten Ziele, Auswertungen realisieren? Gibt kaum was Besseres als ein Videobild, wenn ich dort entsprechend hohe Qualität habe und vernünftige Analyse darüber führen kann. Und damit möchte ich ein bisschen ausholen und vier Aspekte der neuen Panomera S-Serie beleuchten, wenn ich dort Videotechnik umsetzen will. Zum einen möchte ich darauf eingehen, für den einen oder anderen im Call mag es bereits bekannt sein, aber nochmal wirklich erklären, was ist denn eigentlich der Kern der Panomera-Technologie, der es uns erlaubt, so mutig zu sein und zu behaupten auf der Webseite, wir sind anders als alle anderen. Stichwort patentierte Multifocus-Sensor-Technologie. Was bedeutet das eigentlich? Und was bedeutet das auch für das Themenfeld Videoanalyse? Wieso ist die Art und Weise, wie ich Bilder erfasse, so wichtig, um gute Analyseergebnisse zu bekommen? Dann wollen wir natürlich uns das Produkt anschauen und vor allem ein paar Funktionen und Funktionalitäten, die es so woanders nicht gibt. Und wenn noch Zeit bleibt, möchte ich gerne den Punkt Wirtschaftlichkeit etwas beleuchten. Was haben diese drei Aspekte, die Sie hier sehen, damit zu tun, wie teuer oder günstig ich ein System betreiben kann?
Und vielleicht kommen wir dann dahin, dass auch der eine oder andere drüber nachdenkt, wie schaffen wir es endlich aus diesem leidigen Thema, Videotechnik ist immer ein Kostenfaktor, kostet Geld wie eine Versicherung, vielleicht mal zum Business Enabler, deutsches Wort dafür zu finden, ist immer ein bisschen schwierig, zu kommen, dass man also wirklich auch zusätzliche Geschäftsfelder vielleicht erschließen kann, Umsatz erzeugen kann. Wenn ich automatisch Volumen vermessen kann in einem Logistikbetrieb, dann kann ich das vielleicht als Dienstleistung anbieten und spare mir enorm viel Kosten wegen falsch berechneter Verpackungsgrößen. All diese Dinge. Ja, die Multifokal-Sensor-Technologie, hier sieht man es, 8 Sensoren unterschiedlicher oder 8 Objektive und Sensoren unterschiedlicher unterschiedliche Brennweite in einem optischen System. Der Benefit hier, ich kann mit wesentlich weniger Kamerasystemen große Flächen, weite Strecken überwachen, überblicken, erfassen und habe dort natürlich hohe Einsparungen, was Infrastruktur betrifft und was Kamerasysteme selbst betrifft und noch einige andere Punkte, wo wir später darauf eingehen wollen. Bevor wir das tun, ein paar Gedanken. Was definiert denn eigentlich die Bildqualität? Da würde jetzt jeder sagen, naja klar, das ist die Auflösung und klassisch, wie viele Megapixel hat denn meine Kamera? Hier haben wir das Rennen, ja, immer mehr Megapixel und immer mehr PS, so wie es halt klassisch ist. Oder gibt es vielleicht einen anderen Aspekt, den ich mir anschauen möchte oder sollte? Worum es geht denn eigentlich? Es geht darum, wie viel Pixel pro Meter über die gesamte Fläche, beispielsweise, wenn es um eine Fläche geht, mir tatsächlich zur Verfügung stehen. Und dann sind wir bei einem anderen Begriff oder bei einer anderen Größe, nämlich der Auflösungsdichte. Die ist definiert in einer DIN-Norm für den, der das noch nicht weiß. Und die physikalische Größe ist Pixel pro Meter. Also wie viele Pixel im Bild stehen mir für einen Meter Realität zur Verfügung? Und ich will jetzt hier nicht im Detail darauf eingehen, gibt es hier Stufen nur zur Orientierung. Das Identifizieren bedeutet im Endeffekt 250 Pixel pro Meter oder mehr. Das ist beispielsweise was, was immer in der Stadtüberwachung gefordert wird oder auch in großen Fußballstadien. Dort habe ich im Endeffekt eine Auflösungsdichte, wo ich mit allergrößter Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, dass der Richter im Fall von Sicherheit sagt, die Person, die vor mir sitzt, das ist die Person, die ich auf dem Videobild sehe. Und dann geht es dementsprechend runter. Mit 62,5 müsste es eigentlich heißen, Pixel pro Meter, kann ich beispielsweise in der Analyse zwischen größeren Objekten wie Fahrzeugen, Personen, Fahrradfahrern unterscheiden. Wie gesagt, ist immer mehr desselben tatsächlich die richtige Lösung? Wir glauben nein. Denn was wir mit Panomera tun, mit der Multifokalsensortechnik, ist, wir lösen ein optisches Grundproblem, dass ich eben im vorderen Bildbereich eigentlich viel zu viel Auflösung zur Verfügung stelle, habe, die brauche ich gar nicht. In der Detailqualität aber nach hinten geht's, nimmt es halt immer mehr ab, hier in dem Vergleich von oben in der Draufsicht dargestellt. Und wenn ich das Ganze, eine klassische Megapixel-Kamera auf ein Realbild übertrage, dann habe ich eben im vorderen Bereich sehr, sehr viel, sehr, sehr hohe Auflösung und im hinteren Bereich nimmt es dann entsprechend ab. Und das ist genau der Unterschied, was wir mit der Multifokalsensortechnik in den Panomera-Systemen tun. Dort sehen wir 8 Sensoren über einen Bereich, über eine Fläche gelegt. Wir sehen eben auch im hinteren Bereich, der blau, hellblau markiert, ist jetzt eben ein Sensor, der seine Brennweite entsprechend auf diesen hinteren Bereich ausgerichtet hat. Und ich habe auch hier eine Auflösungsdichte von 250 Pixel pro Meter oder mehr. Und das Schöne ist natürlich an der Multifokalsensortechnik, dass ich im Endeffekt dieses zusammengestitchte, durch Software zusammengestitchte, hochauflösende Gesamtbild habe und da beliebig viele Detailansichten aufmachen kann. Ich kann dort hineinzoomen, wie wenn ich eine große Menge virtueller PTZ dort zur Verfügung hätte. Gleichzeitig wird aber das Gesamtbild, das ist nachher auch noch wichtig für die Bandbreite, so gehandhabt, dass ich hier sehr wenig Datenaufkommen habe für die Gesamtübersicht. Also Objektive und Sensoren unterschiedliche Brennweite in einer optischen Einheit. Und wenn wir das jetzt über unser Bild darüber legen, dann sehen wir also ganz deutlich, was der Vorteil ist. Ich habe die gleiche Fläche mit einem Kamerasystem, aber in einer entsprechend hohen Auflösung mir dort zusammen gestitcht. Und wenn Sie mir das erlauben, angeblich hat es
der Henry Ford gesagt, wie es immer so ist mit solchen Zitaten. Wahrscheinlich hat sich irgendein Marketingmensch mal ausgedacht, aber ich finde es ganz interessant. Angeblich hat er gesagt, wenn mich die Leute gefragt hätten, was sie wollen, dann hätten sie gesagt, schnellere Pferde statt dem Auto. Und das ist eben so der Gedanke, anstatt immer mehr desselben, immer mehr Megapixel mit durchaus den entsprechenden Nachteilen, gehen wir einen anderen Weg mit der Panomera-Technik. Was bedeutet das für Videoanalyse? Hier auch noch ein paar Gedanken dazu und auch noch mal ein weiteres Thema, nämlich Dynamik erklärt mit der Multifokalsensortechnik. Ganz einfach, jedes datenverarbeitende System kann bloß Ergebnisse liefern, die so gut sind oder so schlecht wie die Inputdaten. Ganz klar, Müll rein, Müll raus, Garbage in, Garbage out. Und dann haben wir eben das Thema, zum einen, was definiert dann im Endeffekt die Datenqualität, ist natürlich, wie viel Bildqualität kriege ich in welchem Bereich zusammen. Aber mindestens genauso wichtig, und hier sind wir auch wieder bei dem Nachteil der immer mehr Megapixel, ist das Thema Dynamik, Helligkeit. Wir sehen, das ist jetzt ein Überblick aus einer Panomera. Dort hinten, ich möchte Sie ins linke obere Kästchen, möchte ich Ihre Aufmerksamkeit ganz gern lenken. Da sieht man so etwas Weißes. Das ist ein Sonnenschirm von einem Straßencafé. Im nächsten Bild sieht man es ein bisschen besser. Und wir sehen alle, es ist ein äußerst dunkler Bereich dort hinten. Und jetzt haben wir reingezoomt. Sie sehen auch, wir haben das ein bisschen kenntlich gemacht im rechten Bild, diese unterschiedlichen Sensoren. Jetzt hat er also umgeschaltet von dem Gesamtüberblicksensor auf Detailsensoren. Und da bin ich eben in der Lage, obwohl die Gesamthelligkeit des Bildes natürlich eine ganz andere ist, weil ich eben nicht einen großen Megapixelsensor habe, sondern 8 kleinere, dort hinten dann meine Belichtung entsprechend einzustellen. Und hier sieht man auch nochmal ganz eindrücklich, wie weit ich also dort schauen kann im Bereich der normalen Videobeobachtung. Also ganz wichtig, Auflösungsdichte statt Auflösung, über die Dynamik nachdenken. Und dann gibt es natürlich noch weitere Faktoren. Die Bandbreite, wenn ich natürlich ständig ein extrem hochauflösendes Bild übertragen muss, habe ich natürlich hier möglicherweise entsprechende Einschränkungen. Wie groß ist dann damit zusammenhängend natürlich die Datenmenge? Welche Bildrate habe ich eigentlich? Also wir haben bis zu 30 Frames per Second. Bei den großen Megapixel-Systemen ist das nicht so der Fall. Also auch hier sollte man genau hinschauen. Der nächste Punkt ist natürlich auch noch, welche Analyserechenleistung habe ich? Üblicherweise auf den modernen System on Chips ist halt ein bestimmter Bereich zurückgelegt für Computer Vision Berechnungsleistung und wir haben natürlich entsprechend mehr Systems on Chip in den Systemen mit drin in einer Panomera-Kamera und dementsprechend auch mehr Leistung für die derzeit üblichen und leistungsfähigen Analysemöglichkeiten, die es gibt, die Sie hier sehen, klassische Objekterkennung und Klassifizierung. Wir werden demnächst die Möglichkeit haben, auch nach Merkmalen, nach Features zu suchen in den Systemen und natürlich ganz wichtig und ein spezielles Merkmal auch der Lösungen aus unserem Hause ist die Möglichkeit für bestimmte Branchen und Lösungen natürlich maßgeschneiderte Analytik zu realisieren. Hier sehen Sie beispielsweise das Thema Casino. Wir sind dort in der Lage, also über KI tatsächlich die Werte einzelner Chips, Chipstapel und viele andere Dinge bei Tischspielen wie Blackjack und Baccarat per Videoanalyse zu erkennen und dort Daten zu extrahieren, die es bisher, weil das ja rein analog ist, nicht wie ein Spielautomat beispielsweise, wo ich ja Daten direkt abgreifen kann, also eine analoge Welt wirklich digital darzustellen und dort Daten zu extrahieren. Weiteres Beispiel ist Schiffserkennung, wo wir also in der Lage sind, auch entsprechend die Netzwerke anzulernen. Was wir sehr stark tun hier im Hause ist, selbst synthetische Daten zu generieren, über 3D-Modelle unsere neuronalen Netze selbst anzulernen. Warum machen wir das Ganze? Hier ist nur das Casino-Beispiel natürlich, aber ganz einfach, you can only manage what you can analyze und wie ich eingangs gesagt habe, Videoanalyse immer spannender, wenn es darum geht, Daten für Geschäftsprozesse zu erfassen und zu nutzen. Ja, jetzt haben wir über Lösungen gesprochen, über Vorteile der Art und Weise, wie wir mit entsprechend Bild umgehen durch die Multifokalsensortechnik.
Jetzt möchte ich noch ein paar Punkte zum Produkt sagen. Zuallererst ganz wichtig, im Zuge der Globalisierung hat vielleicht der eine oder andere vor Jahren, ich nehme mich da nicht ausgedacht, Globalisierung, da wird das Made in Germany oder Made in Europe immer weniger wichtig. Wir sehen das genaue Gegenteil inzwischen. Gerade unter dem Aspekt Datenschutz und Datensicherheit ist es natürlich von Vorteil, wenn ein Hersteller wie wir im Endeffekt 100% seiner Fertigungs- und Entwicklungskette in der eigenen Hand hat. Wir arbeiten und fertigen und entwickeln in einem Land, das sich der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie verpflichtet fühlt. Da klopft auch keiner und sagt, baut da mal bitte ein Hintertürchen ein. Wir führen extrem aufwendige Penetrationstests durch externe Unternehmen durch und all diese Dinge können Sie auch auf unserer Webseite nachlesen. Ich glaube, 10 oder 11 technische Features haben wir auch noch im System, die also wirklich hier helfen, die Anforderungen Security und Privacy by Design aus der DSGVO mehr als umzusetzen. Materialien werde ich jetzt nicht im Detail darauf eingehen, aber auch hier alles so gemacht, dass Sie die Systeme also deutlich über die normale Nutzungsdauer hinweg einsetzen können. Und jetzt möchte ich noch auf ein paar spezifische Funktionen eingehen in den letzten 5 Minuten. Zum einen mal den Airblast. Wir haben uns Gedanken gemacht, was hier der 10 symbolisiert, also Staub und Regentropfen auf dem Frontglas. Wie könnte man das machen? Verschleißfrei und ohne Teile, also verschleißfrei für die Scheibe. Gibt es immer Kratzer im Laufe der Zeit, die werden trüb, wenn man dort einen Scheibenwischer einsetzt. Natürlich auch verschleißfrei im Sinne von Ersatzteilen wie Scheibenwischer. Wir haben einen Airblast entwickelt. Sie sehen dort einen Druckluftschlauch. Es gibt ein Kompressorsystem, mit denen kann man bis zu 4 Panomera-Systeme dann auf einmal betreiben. Und durch einen gezielten, sehr, sehr starken Luftstoß sind wir also in der Lage, Staub, Regentropfen oder auch die leidigen Spinnentiere dort von dem Frontglas entsprechend zu entfernen. Das Ganze kann ferngesteuert erfolgen und dann habe ich eine verschleißfrei saubere Scheibe. Zweiter Punkt, auch wieder so ein Thema, höher aufgehängt, Thema Nachhaltigkeit, Energieeffizienz. Das ganze System ist darauf ausgerichtet, von den Komponenten möglichst energieeffizient zu arbeiten. Ein Beispiel dafür ist die Konvektionskühlung. Wir haben also ein doppelwandiges Gehäuse, das so konstruiert ist, dass also ein Zug entsteht. Und deswegen können Sie so ein Panomera-System bei deutlich höheren Temperaturen betreiben, als das vielleicht mit anderen Systemen der Fall ist, ohne eine energieraubende Zusatzkühlung einsetzen zu müssen. Ein Thema, was speziell für Stadtüberwachung interessant ist, aber auch für das eine oder andere Privatunternehmen natürlich, denken Sie an Streiks oder Betriebsversammlungen auf dem Betriebsgelände, da muss natürlich die Videoüberwachung ausgeschaltet sein. Momentan ist das sehr umständlich, es gibt immer mehr Gerichtsurteile, die sagen, in Deutschland, wenn eine Kundgebung stattfindet, dann muss eventuell vorhandene Videoüberwachung auf öffentlichen Plätzen weithin sichtbar, so der juristische Duktus, abgeschaltet sein, also nur abschalten und sagen, es ist abgeschaltet, reicht nicht. Deswegen sind wir hergegangen und haben ein Privacy Shield gebaut. Das ist ein ferngesteuerter Datenschutz-Rollo, wo ich also bequem aus der Leitstelle heraus weithin sichtbar die Überwachung deaktivieren kann. Und ich brauche also, spare mir immens Personalkosten und Werkzeugkosten. Ich brauche keinen Steiger. Momentan fahren die Kolleginnen und Kollegen wirklich draußen rum und hängen dort also Säcke über Kameras. Das muss nicht sein. Und dann schlussendlich haben wir uns sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie es bei Ihnen draußen einfacher ist, die Dinge zu montieren, flexibel zu arbeiten, auch bei der Implementierung entsprechend Kosten einzusparen. Herausgekommen ist das sogenannte Montera-Montagekonzept. Dort gelb markiert im Zentrum steht das sogenannte Quick-Lock-System. Das ist also ein gefrästes Edelstahlelement, das über einen Federmechanismus dazu führt, dass die Kamera erst einmal nur reingeklickt wird. Stichwort Ein-Mann-Montage. Ich kann die also wirklich, eine Person kann die dort reinklicken und dann hängt die dort fest. Ich habe beliebige Kombinationsmöglichkeiten mit Deckenhaltern, Wandhaltern. Wir haben jetzt hier nicht alles drauf. Es gibt also auch natürlich entsprechend den Masthalterung draußen. Ich habe auch die Möglichkeit, das ganze System auf dem Kopf stehend zu montieren, also Rooftop-Montage, zumindest die S-Serie. Und ich habe auch die Möglichkeit, ein Stacking zu machen. Das bedeutet, ich kann 2 S-Serie-Systeme untereinander
an einen Ceiling Mount zum Beispiel oder so einen Wall Mount hängen. Und ich kann auch eine S-Serie, die dort in der Mitte zu sehen ist, mit der W-Serie, also der 360-Grad-Kamera kombinieren. Also das ist alles möglich. Und was ein weiterer Vorteil ist, ist die Geschwindigkeit, mit der ich das tun kann. Ich brauche wirklich nur einen Imbusschlüssel für sämtliche Montage- und Einstellarbeiten. Auch bei der Verpackung, das können wir jetzt heute nicht zeigen, ist daran gedacht worden, das Ding macht man auf. Es ist ein Einmalgriff an der Kamera montiert. Ich kann die also mit einer Hand bequem aus der Verpackung entnehmen. Der Schaumstoff, der Verpackungsschaumstoff bleibt am System dran, sodass ich gleichzeitig einen Schutz auf der Baustelle habe und viele andere Dinge, die wir dort realisiert haben. Und jetzt stelle ich gerade fest, dass es doch ein bisschen länger wird. Nichtsdestotrotz können wir vielleicht noch 2 Minuten über das zentrale Thema, was natürlich bei allen B2B-Lösungen wichtig ist, nachdenken, nämlich das Thema Kosten, Gesamtbetriebskosten. Wir haben mal so eine etwas provokantere Marketinggeschichte gemacht. Kamerahersteller plädiert für weniger Kameras. Wie kann das sein? Der will auch Kameras verkaufen. Und sind wir eben beim Thema Total Cost of Ownership. Hier ist ein Beispiel der Kölner Domplatte, die wir 2016 ausstatten durften oder mussten, links Vergleichsangebot mit über 140 Kameras, jeder gelbe Punkt ist ein Montagepunkt und wir haben das Ganze mit 8 Systemen an 2 Montagepunkten realisiert, 9000 Quadratmeter ungefähr und über 250 Pixel pro Meter war angefordert. Ja, billigste oder wirtschaftlichste Lösung, Sie kennen das aus den Ausschreibungen, es geht um die wirtschaftlichste Lösung, nicht darum, was jetzt so eine Kamera kostet, sondern wie sieht der Gesamtbetrieb aus. Und dort habe ich natürlich viele Vorteile, wenn ich eben ein System mit Multifokalsensortechnik betreibe. Ich brauche weniger Kameras, weniger Implementierung, weniger Infrastruktur. Ich spare bei Planung und Implementierung entsprechend Zeit. Und schlussendlich habe ich natürlich auch einen hohen Effizienzvorteil beim Operator, der natürlich wesentlich weniger Screens sich anschauen muss, als das bei Vergleichslösungen der Fall ist. Und damit komme ich eben bei einer Gesamtkostenbetrachtung raus, wo ich zwar möglicherweise ein teures Produkt habe, aber in der Gesamtlösung deutlich günstiger liege mit Lösungen aus einem Hochlohnland, als ich das im Vergleich mit Lösungen vielleicht aus dem einen oder anderen Billigherstellerland habe. Damit bin ich eigentlich schon fast am Ende. Wie gesagt, ich hoffe, ich hatte die Möglichkeit, Ihnen einen Überblick zu geben, was macht eigentlich Panomera aus für Überwachung, Beobachtung und Analyse, welche speziellen Features gibt es, Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und vielleicht schaffen wir es dann gemeinsam auch für Ihr Unternehmen oder für Ihre Organisation, für Ihren Anwendungsfall eine passende Lösung zu schaffen. Damit bedanke ich mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Zeit. Es besteht natürlich die Möglichkeit, gerne über das Chatfenster auch Fragen zu stellen. Schreiben Sie uns gerne im Nachgang an dieses kurze Webinar an. Sie bekommen, wie gesagt, ein E-Mail mit ein paar Links auch nochmal auf verschiedene Erklärvideos auf unsere Produktwebseite und auf die Panomera-Seite, wo also die Technologie auch nochmal in allen Details erklärt ist. Ich hoffe, es war kurzweilig und interessant für heute und dann denke ich, können wir den Vortrag für heute auch schließen. Ich bedanke mich nochmal, wünsche einen schönen weiteren erfolgreichen Donnerstag und bis zum nächsten Mal.